Ich würde mal sagen, ich mache das Intro, oder? Yo, YouTube! Wer macht denn Yo, YouTube? Ich weiß gar nicht. Yo, YouTube! Hallo? Nee. Probier mal. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen... Nein, ich krieg's nicht hin. Probier's doch nochmal. Okay. Hallo, YouTube, herzlich willkommen... Nein, ich krieg's nicht hin. Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Ja, das war's. Siehst du? Heute das große FNCS-Finale. $1 Million Preisgeld. Und ganz weit oben, Reason und Vali. Ey, bitte einmal rauscutten. Bitte rauscutten. Das ist krank. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Und heute ist das absolut Riesenfinale des FNCS, des allerersten FNCS des Jahres 2024. Es geht um sage und schreibende 1 Million Dollar. Den ersten Tag haben wir schon gesehen, falls ihr das Video verpasst habt, ist natürlich direkt als allererstes verlinkt. Und jetzt ist hier das große Finale, Teil 2. Kato, mein Lieber, ist wieder mit am Start. Er ist natürlich auch direkt in der YouTube-Videobeschreibung verlinkt. Wir haben heute eine Änderung. Am ersten Tag gab es deutlich weniger Punkte im Punktesystem. Wir werden euch einmal komplett durchführen durch diesen Abend. 3 Stunden Action, 6 Games wird es geben und das Punktesystem werden wir euch natürlich gleich erklären. Die Teilnehmer, die dabei sind, die Standings, das mit dabei ist und. Wenn euch das Ganze gefällt, abonniert gerne diesen Kanal. Würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert auch auf Instagram, weil Rasieren und Kassieren ist bald wieder zurück. AmarTV dort. Und trag den Creator-Code aber ein. Wir gehen einmal rein. Wir sehen hier direkt das Punktesystem. Und das Punktesystem ist mal 1,5 von dem, was gestern war. Das heißt, wir sind bei 100 Punkten für einen Sieg. Gestern waren es 65 Punkte für einen Sieg. Genauso wie bei jeder Kill war gestern 4 Punkte. Jetzt ist heute 6 Punkte pro Eliminierung. Aber es bleibt trotzdem natürlich ab Top 25 gibt es die ersten Placement Points. Also es wird auf jeden Fall heute einen riesen Impact haben, ne? Also wer jetzt denkt, wer gut dabei ist, das könnt ihr komplett vergessen, weil eine Runde kann wirklich alles wieder komplett verändern. Das ganze Leaderboard. 100%ig. Und da sind wir natürlich direkt drin. Das sind die Standings von dem ersten Tag, meine lieben Freunde. Und wir sehen es ja auch, ne? Unsere Söhne oder meine Söhne sind 7 Punkte vor Tayson und Veno auf dem ersten Platz. Sogar sage und schreibende 38 Punkte vor dem dritten Platz. Immer in Mathe, ne? Dann denkst du, 38 Punkte vor dem dritten Platz, vor Malibuka und Merstage. Und wir sehen es hier, also die haben viel Abstand, aber laut dem Punktesystem kann jeder nach einer Runde mit einem 10-Kill-Win, guck mal hier, die, Jannis und Fliche, die sind 18. Platz, Chat, okay, 18. Platz, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, machen sie einen 10-Kill-Win, haben sie 160 Punkte und sind dann, wenn sie eine 0-Punkte-Runde machen, sind sie einfach vor denen auf dem ersten Platz, nach einer einzigen Runde und heute werden 6 gespielt. Das heißt, heute ist natürlich sehr, sehr crazy, was die Punkte angeht. 10-Kill-Win ist ja auch gar nicht unwahrscheinlich. Na, absolut nicht, vor allem, wir haben ja 6 Runden, die heute noch gespielt werden, also sozusagen erst Halbzeit. Vadial und Reason haben einfach gestern sehr konsistent gespielt, haben immer viele Kills gemacht. Das wird heute für die richtig gut sein, wenn sie viele Kills machen. Wenn sie es wieder so hinbekommen, dann safe. Dann können sie auch die 1 verteidigen. Haben wir hier, ne? Tayson und Veno haben wir schon drüber gesprochen. Die sind auch uncontested. Wir zeigen euch auch gleich die Dropmap komplett. Ja, da müssen wir gleich nochmal eingehen. Die ist nochmal jetzt verändert. Ah, echt? Ja, komplett. Hat sie AMZ? Weiß ich nicht. AMZ, guck mal bei Kiro. Der hat die neue gepostet. Weil bei Aquanoa hat sich was getan und bei Veno und Tayson hat sich auch was getan. Bist du dran, AMZ? Hör dich nicht. Hör dich nicht. Nochmal? Haben sie. Okay, geil. Ja, okay. Geil. Achso, hast du wieder keine Schalte zu mir, AMZ? Okay, also ich höre dich auf jeden Fall nicht. Mr. 187, Dark, Johann Maria, Marlon, Naujon, Wilki, Diamant, Passi, Zeddy, Vipex, The Goon und Michael. Danke für die ganzen Subs, Chat. Falls ihr hier auch subben wollt, freue ich mich natürlich immer sehr drüber. Wir sind bei 11.000 Subs. Das ist krank. Fast 1,7 Millionen Followern. Und dann habt ihr halt keine Werbung. Dann habt ihr hier Abonnentenzeichen. Ihr könnt immer im Subchat reinschreiben. Könnt das international überall verwenden, in jedem Stream. Ist immer ziemlich geil. Ist ein nicer Support. Okay, wir machen mal weiter bei den Standings. Malibuka und Merstage. Guck mal, die hatten 2 babamäßige zweiter Platzrunden und deswegen auch sehr, sehr weit oben mit dabei. Queasy und Veno, 2x offspawn dead, ne? Queasy Thomas, ja. Queasy und Thomas, 2x offspawn dead gegen Noms und Cringe und ansonsten super krass verteidigt. Crazy, weil das ist wirklich krass. Das ist ja das, was ich immer gesagt habe. In NA zum Beispiel hat sich Klicks komplett unconnected, hier Levish Livia, und hat die mythische Tag. So. Und einfach viel zu wenig daraus gemacht, safe. Viel zu wenig daraus gemacht und hier natürlich Queasy und Thomas. Die sind crazy. Die sind krank. Nach 4 Runden bist du 4. Platz, das ist schon krass. Das ist übel stark, sehr, sehr stark.
Pablo Vingo und Bevis. Also die Top 5 liest sich super. Volko und Vortexas. Volko auch ein deutschsprachiger Spieler, by the way. Von Focus gesigned. Der einzige Focus-Spieler, der mit dabei ist. Mixo und McLeod hier auf der 7. Sky Dune, die ersten Franzosen, die oben mit dabei sind. Giras. Ja, wie ich das jetzt richtig. Giras und Cherry hier auch auf der 9. Und ich sag's ja immer wieder, nur die Top 10 macht richtig, richtig Spaß. Weil ihr werdet gleich sehen, warum. Diox und Kate, zwei Controller-Spieler, die waren gestern eigentlich die ganze Zeit erster Platz, direkt am Anfang. Und jetzt sind sie halt fast viermal offspawn gestorben. Was schon sehr, sehr crazy ist. Mach du gerne weiter, sorry. Ja, auf der 12 haben wir den guten alten Johann. Keine Ahnung, wer da ist. Junge, also Fortnite Pro, Noah, du bist crazy. Er nennt sich einfach Opa Johann. Was? Ist er dumm? Ah, das sind Trolls. Chat, das sind auf jeden Fall Trolls. So, dann haben wir Nathan, CCB, Darky, die haben es auch sehr, sehr stark gemacht. Und Tini und Misha, die wie wir gleich schon auf die Dropmap sehen, wo sie heute landen, wird es sehr, sehr krachen. So, dann haben wir Vico und Pink, auch Offspawn contested von Kidu und Kiro, direkt unter ihnen. Mal schauen, wie es heute da aussieht. Die haben auf jeden Fall, Vico war bis 5 Uhr in der Nacht wach und hat da irgendwie geprackt und so, mal gucken. Und die Enttäuschung, glaube ich, von allen, Kami und Setti. Ja, safe. Die waren bei mir in den Top 3, vor allem Tag 1 sind die immer sehr, sehr stark, weil die sich auch immer so crazy vorbereiten. Aber diesmal war es nicht so. Und Cringe und Noms, die Deutschen, die Thomas HD contesten, haben auch nur 2 Runden gespielt, 100 Punkte. Das ist sehr, sehr solide. Ja, Mann. Hier einfach nur diese 2 Runden, Chat. Nur 2 Runden. Ansonsten Offspawn tot. Und vor allem 15. Ne? Also guck mal, wie viele Kills sie gemacht haben. Das ist echt stark. Die sind halt W-Key-Maschinen, ne? muss man sagen. Und confident auch vor allem. Ja. Auf Platz Nummer 40, Savage und Mongrel. Letzte Runde gestern noch ein bisschen was rausgeholt. Die hatten auch nur eine, ne? Ja. Die hatten nur eine Runde gespielt und haben Top 40 schon. Das ist krass. Und wenn sie heute so 2-3 Runden mitspielen, Digga, dann sind sie Top 10. Wenn sie sowas nochmal hinbekommen, safe. Warte mal. Was? Noms CODTV? Als ob jetzt! Ey, das muss RNG sein jetzt. Das ist Gott RNG. Das. Und die allergrößte Enttäuschung, glaube ich, von allen ist natürlich der wuselige King. King ist die absolut krasseste Enttäuschung von allen. Er ist siebenfacher Brasilien-FNCS-Champion. In Europa 49. Platz. Also es fehlt nicht mehr viel für den Ersten, ne? Und er stirbt ja noch nicht mal offspawn. Also checkst du, wie ich meine? Die haben keine Ahnung vom Game. Also for real jetzt, Brasilien ist so behind. Die haben keine Ahnung. Guck mal, wie er spielt. 20 Minuten live und stirbt immer an Surge. Das ist schon krass. Ja? Er stirbt nur an Surge. Hier Surge, da Surge, da Surge, da Surge. Da sind zweimal offspawn, okay, ja. Passt. Aber viermal an Surge gestorben, das ist hart. Erster Platz, also der heute, von gestern und heute zusammengerechnet auf dem ersten ist, der gewinnt $170.000. Das würde auf jeden Fall sehr, sehr schmecken. Und die FNCS-Pickaxe, die ist ja so begehrt, die kriegt ihr dann auch. Dann haben wir auf der 220k, auf die 300k und das schmeckt noch ordentlich. So 50k pro Person würde, ja, schmecken. Mhm. Und dann geht es schon ein bisschen weiter runter. 4. 80, 5. 60, 6. 50k. Auf der 7 kriegst du immer noch 40k. Dann auf dem 8. 30k, 9. 20k. Und, ja, und jetzt schmeckt es schon nicht mehr. Ja, ab der 10 schmeckt es schon nicht mehr. Ja, ja, also bis zur 9 schmeckt es, Chat. Und ne, das ist gar nicht disrespektierlich gemeint, sondern es ist einfach nur so, wenn jeder, weil das ist immer durch 2, jeder 10k in seine Tasche reinpackt, ne, vor Steuern und alles, aber jeder 10 Naschis so in seine Tasche reinpackt, ist immer schmeckt. Aber ab dem 10. so 7,5, was ist das für eine Summe so, weißt du, das ist so, es fühlt sich nicht richtig an. Ab 9 schmeckt, ab 9 schmeckt, Chat. Heute ist Chat auch nochmal das Allerwichtigste, der erste und der zweite Platz qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft. Dafür zeige ich euch natürlich hier auch nochmal was. Das sind nämlich die Globals. Das ist die Weltmeisterschaft. Da geht es um 2 Millionen Dollar Preisgeld. Es können sich nur 50 Duos qualifizieren und unter anderem 17 aus Europa. 2 Stück qualifizieren sich heute. Heute ist der Tag, an dem sich 2 Leute qualifizieren. 2 Duos qualifizieren sich heute zu 100% für höchstwahrscheinlich Kopenhagen. Am 7. September könnt ihr euch jetzt schon mal eintragen. Das ist mein Geburtstag. Da möchte ich auch, dass ihr richtig abgeht. Und 5 Leute qualifizieren sich beim nächsten FNCS. By the way, das könnt ihr mal jetzt hören und auch euch bitte so merken. FNCS geht jetzt Schlag auf Schlag auf Schlag. Die 3 FNCS, die wir haben dieses Jahr, die gehen von jetzt, dann fängt im April. Anfang April schon das nächste an. Das heißt, wir haben dann den März, um die neue Season so gesehen zu spielen. Alles geil. Und dann direkt geht's schon los mit FNCS. Voll geil. Dann haben wir direkt, Mai ist Finale und dann ist direkt im Juni auch schon wieder normales FNCS. Das ist komplett krass. Das kommt Schlag auf Schlag auf Schlag. Ist schon sehr, sehr geil. Und an die Leute, die es gestern, beziehungsweise die Dropmap von gestern noch im Kopf hatten, da seht ihr jetzt Vardial Reason Ankorn. War aber auch irgendwie schon in den Runden so. Heißt also, gute Voraussetzungen für sie, heute zu gewinnen.
Und wir sehen direkt daneben, Aqua und Noah sind heute contested von Franzosen, Andelix. Andelix fast letzter oder gefühlt letzter. Der landet jetzt bei Aqua und Noah. Ich habe schon Twitter-Beef gesehen. Aqua hat schon wieder ein bisschen gefrontet. Und auch Platz Nummer 2, Taysen und Veno, gestern dein Pferd gewesen. Heute contested von Tini und Misha. Das ist ja krank. Ich habe noch einen kleinen Side-Fact, habe ich auch noch mitbekommen. Und zwar Pinks und Mixen, die sind glaube ich auch sogar in den Top 10. Die haben die Teenie-Taktik gemacht. Die sind jede Runde woanders gelandet. Ehrlich jetzt? Ja, ja. Hatten wir gestern gar nicht auf dem Schirm. Nee. Ich habe es auf Twitter gesehen, da gab's, der hat so eine Dropmap gemacht und der ist jede Runde woanders gelandet und sind fast immer ins Late Game gekommen. Wir gehen rein. Tag 2, FNCS. Es ist die Runde 7. Heute werden insgesamt 6 Runden gespielt und danach wird entschieden, wer fliegt zur Weltmeisterschaft, die Top 2 Duos und wer darf sich als allererstes dieses Jahr FNCS Champion nennen. Sind es unsere Söhne oder ist es jemand ganz anderes? Ich hoffe, es sind die Söhne, weil dann... Hayat, Chad, Hayat, let's go. Ja, genau. Digga, das ist eine W-Ansprache gewesen. Ich fühle das gerade so krass. Digga, das ist das mit das geilste FNCS, was wir seit langem hatten. Ich würde sogar fast sagen, geiler als World Cup fast. Im Niveau auf World Cup, safe. Ja. So geile Namen, die Calls sind. Oh, Baby. Also jede Viewing-Party waren wir am Start und haben den Rasenmäher zu Hause gemacht. Nein. Wir waren richtig keck. Ihr habt Rasenmäher gemacht. Wir haben zu Hause in eigenen vier Wänden Rasenmäher. Ist okay, ne? Habt ihr davon Dings? Habt ihr davon Videos? Nein. Doch, ihr habt davon. Ich kenne euch. Du hast von anderen Dingen auch Videos. 1v1 jetzt. 1v1, ne? Ja. Und kann sein, dass sie wieder third-partied werden, ne? Hundertprozentig. Gleich. Direkt 2 Minuten später. Er kriegt halt kein Blut. Ich will eine Bonuswette mit Vico und Pink haben. Mongral hat wieder den kürzesten Delay drin. Ja. Mr. Savage, Mongral haben die, den kürzesten Delay drin. Ja. Mongral fightet. Boah, scheiße. Weiß ich, nice. Ja, du kannst BU schauen, ne, Willi? Das guckt ihr? Ach so, geil. Ja, ich mach immer BU. Bitte dip einfach, Bro. Ja, die dürfen halt nicht so lange fighten, ne? Sonst ja, aber wenn er rebooten kann, oh, was? Er hat alles! Er muss Minis eigentlich liegen lassen jetzt. Oh, das Ding ist, rebooten kann er eh nicht in den nächsten 5 Minuten. Ja, außer er knallt ihn, ne? Ja, aber es kommen direkt Leute, WK, safe, wenn der rebootet. Benji RNG, heute will's aber auch FNCS. Die wollen ihn. Ja, die müssen die heute ein bisschen hochdrücken. Ja. Kann man die Tabelle von heute nur sehen? Oh mein Gott. Nein. Und das sind du. Nein! Das meinte ich. Rebooten ist so dumm, wenn du Center bist. Die griefen sich alle wieder so krank. Es wird wie eine Viewing Party. Ich denke, wie chillen wir. Ja, zeig mal, ja. Ist das ein neues Skin? Was macht Reason? Ja, 3, 2, 1, go. Hä? Schade. Was war das für ein Tito? Ich kann ihn töten. Push. Die haben auf zwei verschiedene geschossen. Reason fightet. Ja, ja. So. Ja. Einfach BU. Oh, nice, 70. Der ist so crazy. Crack. Oh mein Gott. Besser. Die sind ja Arsch. Die zittern. Schnell ging das. Das hätte ich sein können. Skivi und Sky. Digga, die holen beide direkt als allererstes und haben wenig Search. Oh, die sind so geil. Let's go, Sohn. Die sind so confident. Ha, guck's dir an, Digga, wie die da zusammenspielen. Diese kleinen, quirligen, geilen Jungs. Also, Männer. Ist das crazy. Das ist gut, Bloody. Ja, good shit, Bloody. Ja, ja. Ted. Ted. Ja, ein Skin. Nein. Und es kracht. Nee, noch nicht. Nein, das nicht. Oh, es ist krank. Doch, das war das. Das war das. Doch nicht. Nein. Warte mal. Warum machen sie das? Ja, die brauchen Surge, aber... Oh mein Gott. Oh, nein. Null-Punkte-Runde. Oh. Es ist eine Null-Punkte-Runde. Oh, also Null-Placement-Punkte halt. Die hatten halt Kills. Die haben 12 Punkte gemacht. 12 Punkte mit Kills. Was? Oh. Und ich sag jetzt schon, erster Platz ist weg. Ist das der Play? Ja, sie wollten halt easy search, aber war halt nicht so. Es war nicht so easy search. Ja, ich fand das war so, die fliegen also, rein. War das ein Bloodix Call? Wo die im Busch reingegangen sind. Vielleicht war das sogar ein Bloodix Call, sag ich euch. Chat, war das ein Bloodix Call? Wenn ja, Digga, dann sein Blutarsch, ne? Ja. Oh, es kracht bei allen, die streamen. Alle sind tot außer Volko. Ja, krank. Chat, wir gehen rein ins Late Game. Erstes Late Game. Scheiße. Leider sind alle unsere Pferde. Oder was heißt Pferde? Alle unsere Leute, die jetzt gerade hier live streamen. Ob's Mr. Savage Mongral. Ob's Vardial Reason ist. Ob's ein Noms und Cringe ist. Oder auch natürlich hier der Robin. Die sind alle schon leider down. Die einzigen, die jetzt gerade noch streamen mit Emotionen, sind Volko und Vortexas. Ansonsten schauen wir gleich wieder in-game. Es ist die erste Runde des Tages. Siebte Runde des Turnierformates an sich. Wie anzählt das? Digga, die müssen da eigentlich rein. Ja, eigentlich haben sie genug Mats, also wäre dumm, dann zu riskieren. Ja, aber eben schon 100 Damage gemacht. Ja, Search brauchen die eh nicht mehr, 4 Leute müssen sterben. Das ist ja. Und sie haben Biggie Mini. Ja, der Jizz, der wäre lecker. Hm, weiß ich nicht, was er jetzt gerade macht.
Okay, okay. Cool, ist cool, ist geil. I got full fist from that though. Ich sag auch, Vortexas sollte nicht die Pump spielen. Ne, er sollte eher die Tech spielen, meiner Meinung nach. Okay, Jungs. Boah, machen die gut. Mit der beste IGL, den wir in Deutschland haben. Ich würde sagen, fast auf einem gleichen Niveau wie einen Giannis. Obwohl, er ist halt so einer der von den Abkommen. Ja, ja, für mich ja. Safe. Also Volko, meiner Meinung nach, einer der besten IGLs, die wir gerade haben. Der ist super, super krank. Ja, ja, safe. Der hat doch Amar X Eli gewonnen letztens. Der ist ein TomTom-Navigationsgerät des Feinsten. Das ist wirklich hier mit Stauvorhersage, aber ganz doll, Digga, hast du recht. Oh, das ist nicht der Mann. Go right? Schlechter Layer. Digga, einfach durch die Zone vielleicht. So, das geht's, I need to go up und up. Ihr wisst schon, das ist ein Shadow-Buffers, Shadow-Buffers. I need Melke, I got Trinity Ward. Du ist jetzt mit mir. Ich sehe Link, Frame down, Frame down, Frame down. Spray him down! Spiel! Schieß! Oh, gut. Oh. Hat er sein Medkit gerade abgebrochen? Ja, ja, hat er. Das waren 30 HP, die er maybe gebraucht. Das sind 3 Ticks in der Zone, ne? Die er auf jeden Fall benötigt. I got funny bot. Aber wieder solide erste Runde, wo sie gestern aufgehört haben. Safe. Erste Runde ist die halbe Miete, ich sag so wie es ist. Das shoot your gun and make space. Einfach in den letzten 2 Minuten nur 3 Gegner gestorben. Ey Jungs, was geht da gerade bitte ab? Komplett durch. Nein! In seiner Box! Und raus da! Nein! Oh mein Gott. Er wird geschittet von Pinks. Oh! Und er holt sich die Tore. Ja, ja, ja. Jetzt mit Pink, Digga, von Vico. Oh Mann. Ja, die sind leider schon tot. So, wo Texas jetzt solo? Bild. Er hat noch das Medkit. Ah, aber das kriegt er nicht. Oh. Er kommt direkt durch die Stair durch. Das ist unlucky, Chat. Wir gehen direkt in-game. Es ist 1,5-facher Multiplikator, Chat. Es ist 1,5-facher Multiplikator. Der Sieg bringt 100 Punkte. Jeder Kill gibt nochmal 6 Punkte. 10 Kill Win, 160 Punkte. Das ist die Hälfte der Punkte, die Badial und Reason haben. Das ist nach Tag 1 einfach Top 15. Also es verändert sich heute alles. Punkte, die haben. Sie ist ja 266, weil der hat 210. 314 sogar. Und jetzt ist Thomas HD über. 320. Ja, ja, die sind drüber. Die sind über Reason und Badial. Ja, ja. Einfach so, bopp, die sind drüber. Und das ist erst Top 12. 300. What? Alter. Und Queasy alleine. Und das war King und Faze. Fazer. Und Eclipse und Dixie auf dem Highground. Malibuka und Meerstarch. Ich geh mal kurz auf die rauf, Chat. Das ist mein Pferd! Das ist dein Pferd. Malibuka und Meerstarch, das heißt, die kriegen von uns auch heute einen kleinen Fokus. Early Medkit und Queasy über ihn. Und sie wissen's. By the way, Chat, für Amar X Eli werde ich auch zweiten Tag 1,5-facher Multiplikator machen, ne? Also 100%ig. Ehrlich jetzt? Ja, 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 das ist safe. Also, darauf habe ich richtig Bock. Digga, Amar X Eli ist so ein geiles Event, ne? Danke, Brie. Wenn wir in diesem Raum, so weißt du, wie geil dieser Raum war? Ja, Mann. Oh, was? Oh mein Gott, war das geknallt. Das war so ein Popel. Ja, trotzdem war es scheiße. Guck mal hier. Ich hab gesagt, Pablo Vingo. Ich hab's von vornherein gesagt, Pablo Vingo ist super gut dabei. Dann haben wir jetzt den letzten Deutschen, der hier gerade noch in dieser Lobby ist. Und gestern haben fast nur Deutsche gewonnen, by the way. Und jetzt ist es hier Kick-Tour, der einzige Deutsche live. Und er hat ein Medkit, 3 Pills, er muss das Medkit poppen, er poppt das Medkit und sie haben ihn. Bringt dir nix. Pablo Vingo dead, top 2, 2v2. Dixie, Sangelt. Marius und Sangelt. Ah, die sind so krass. Die Verrückten. Scheiße, Chat. Ist das geistig. Und der hat alle seine Punkte heute gefühlt gemacht mit der Runde. Die haben die Scar? Hä? Nee, die haben Malibuka geholt. Oh, ist das eklig. Keine Mats. Ja. Oh. Was? Halt, Marius klatscht einfach. Krass. Was? Hä? Warte mal. Und ich sag's immer wieder, ne? Die mythische ist die beste Waffe, ja, die es gibt. Ja, 100%. Ja. Tech sowieso. Guck mal, komm, die haben 200 HP. Guck mal, Bob, Bob, der eine ist an Fallschaden gestorben. Der eine ist an Fallschaden gestorben. Oh mein Gott. Er wird ins Wasser springen. Guck mal. Ah. Oder? Ja. Er wollte ins Wasser. Digga. Sangild und Marius auf der Nummer Uno Chat. Wen haben wir noch? Pablo Vingo und Bevis auf der 2. Das war gestern aber auch so. Erste Runde war so, was passiert hier eigentlich? Malibuka, ne? Kick-Tour hier mit dabei. 87. Eyedrop, hier Queasy und Thomas auf der 11. Das, Digga, King hat seine Punkte verzehnfacht, glaube ich. Okay, maybe Day 2 Comeback? Oh, das sieht sehr schlecht aus für uns alle. Heute ist echt... gefühlt habe ich gestern umsonst gespielt. Also vom Gefühl her. Radial Reason hier, 27. Ey, Jungs, warte mal. Ich muss direkt switchen. Savage geht rein, Amar. Ja, ja, wir sind drin. Sie werden wieder. Ja? Ja. Oh! Nice! 1v2! Let's go! Let's go, Chad! Es ist die Sahne! Und es ist Comeback-Time. Es ist wirklich Comeback-Time, Chad. 10 Minuten und dann kann ich stört fallen. 12 Punkte, Baby! Vielen Dank. Oh! What? War das crazy? Warte mal, das war komplett krass. Wieso war er nicht aware?
Wer war das? Thomas AD? Wegen Maestro vielleicht. Nee, Quisi. Warte, da ist er! In der Ecke! Oh mein Gott. Nope, COD TV, Baby! He's crazy! Okay. Die haben gestern noch gebieft auf Twitter, ne? Quisi und Cringe, ja. Das sind keine Mehrkosten, gar nichts. Und dann könnt ihr einen Streamer im Monat, im besten Fall hier auf Süß, im Monat kostenlos subscriben. Ja? Okay. Habt ihr keine Werbung mehr? Nein. Warte mal. Da bist du tot. Das ist, Crash, and everything. Der Edit war aber auch dumm. Der Edit war wirklich sehr, sehr dumm. Das war kein guter Edit. Aber er ist safe gerade so, ne? Guck mal, wie dich geht's. Okay, Mongo muss klatschen mit Benji. Mit Benji auf dem Rücken. Also sein alter Domate auf dem Rücken. Ja. Boah, stark. 20er nur. Ist noch ein Team? Nee. Ja, man schießt da alles. Ich zeige euch gleich, wie der Prime, doch. Mit Prime geht. Aber zwei Teams jetzt. Ich will hier erstmal kurz schauen. Er muss einfach nur hier drinnen bleiben. Ja, ja, das, was er was macht. Was macht er da? Maybe wegen Surge hat er gerade Panik. Das könnte der einzige Grund sein. Glaubst du, so ein Reboot geht durch? Ja, ja, hier, ja, hier jetzt durch. Er muss aber, guck mal, Bro, ich sag dir ganz genau, wie er das machen muss. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Er muss nur jetzt die Karte in ungefähr so 50 Sekunden holen. 60 vielleicht auch. Dann holt oder er jetzt. Weiß ich nicht. Wenn alle fighten. So wenn alle fighten. Das ist so dumm. Er muss hier einfach chillen, danach seine Medkit spielen und dann hier rebooten. Zu early. Null Builds. GG's. Oh, das war's. Das war der allen Reason. Das sind bei der allen Reason. Ja. Das sind wirklich Reason. Das sind sie wirklich. Guck mal jetzt die POV von denen an. Naja, das ist der Stream Snapchat. Rein theoretisch wäre das doch voll big, oder nicht? Nice. Was? Ich jump rein, oder? Wenn die. Nice. Finish. Scouten würde. Anderes Team, anderes Team. Geh raus. Wer war das? Kami! Was? Das ist Solo, Der andere Sammy, Digga, wir holen die gerade. Ja, Ami. Digga, die holen Mongrel, die holen Kami. Lass du dein, Action. Gute Third Party. Das ist ehrlich gut. Digga, das ist eine unglaublich geile Runde, kann das werden, ne? Ja. Ja, ist Ami. Und sie müssen wieder aufholen. Ja, und sie müssen sich auch nicht um Search kümmern. Oh mein Gott. Ja, okay. Das ist Mongrel und Benji. Ja, das war geil. Ja. Das war echt sehr guter Stream-Sap. What the fuck? Keine Metze. Yes! Wie ist Axel noch cold? Keine Metz, Bro! Naja, er hat seinen Stream offen. Noch ein Reboot! Das ist Kami! Das ist Setti, Ja, das ist Setti, der rebootet. Killer Solo, 100%. Ja. Bloodix weiß, dass es Setti ist, deswegen callt er das. Weißt du, was er sagt? Kill der Solo, 100%. Ja, ja. 20? Du bist drin? Good shit, Alter! Good shit, Bro! Krank. Ich hab Crazy. Goldene Pump. Komm, wir gehen gleich. Pass auf, die hinter uns gucken gerade. Mach mal ein bisschen Lärm da jetzt bei dir. 80.000. Warten, lass, er kann das. Okay, Digga, okay! Ja. Du willst, dass ich Lärm mache? An die Count. Land Omi. Reason! Varial! Ihr seid die geilsten, aber schnell! Yeah! Chill, Digga, kommentieren mal! Achso, okay. Achso, ich wusste nicht, dass ich kann auf Fight! Egal, cheeren auch wichtig. Ja, geh fight! Der ist crazy, der Count ist crazy. Go hide! No one's up! He's up! Aber die Zone wird nicht pullen! Jungs! Die Zone wird nicht dahin pullen! Mach mal ein Emote rein. Das ist genau das, was Klicks gestern hatte. Das geht nicht, Jungs. Die Zone wird nicht zu den pullen und sie haben keine Mats. Die Brücke ist aber sehr, sehr gut. Das geht sich auf. Oh, ist cool, Zone! Guck mal, Amasito. Guck sie an! Ich glaube, es ist soweit, Chat. Es geht Spaß. Sollen wir den Motor anmachen? Ja, mach ihn an! Machen wir den Motor an, Jungs! Sind wir abbelieben! Immer noch den rein! Ja, ich weiß. Mach ihn an! Mann! Ich spray back auch, ich guck back. Ich höre es nicht, Apsi! 26 Leute live, die Söhne auf dem Highground. Erstes FNCS-Finale in diesem Jahr. Und ihr wisst, um alles gespielt zu haben, sind die Schultern! Ja, brauchst du Ayamuni oder so? Ihr wisst belieben, Freunde! Ja. Digga, warte mal. Ist das crazy? Die sind immer noch auf Halt. Ja, keiner kommt hoch. Keiner kommt hoch. Keiner traut sich. Auf, 21 die Leute die immer noch. Sie haben drei Kills. Stormset ist schon durch. Sie müssen ihre Waffe schießen. Shoot your gun and make space. Medkits sind auch noch mit im Inventar. Und der Belief ist da, Freunde. Macht sie an die Schultern. Listen. Next zone, people are gonna start bombing you. They have to come up. Ja. Okay? Blutix endlich mal mit guten Calls jetzt hier. In seinem Coaching-Element. Jetzt macht er die Calls und macht ihn an da draußen, Freunde. 17 Leute, das ist der FNCS-Sieg. Ich brauch Mats. Ich hab 170 Schrot. Ja, 170 Schrot. Ist das krank. Tranquilo, Freunde.
10 nur noch alive, 9 nur noch alive. Red? Und da ist noch ein weiterer Kill. 4 Kills jetzt hier auf dem Helm. Sherry geht down, einer ist noch out. Und sie droppt mir. Sie müssen droppen, sie droppen, sie droppen. Ein Duo, ein Solo. Sie machen es, Jungs. Das ist der Win. Sie haben die Tag. Die Tag ist komplett OP jetzt hier. Für genau diese Situation gemacht worden. Oh, warte mal. Einer ist oben auf High. So, jump rein, ich jump rein. Jetzt 2v2. 2v2. 130 auf den einen, ich block den anderen. Okay. Warte mal, er hat geblockt. Antilex, das ist Antilex. Vardial gegen Antilex. Vardial 1v1. Vardial 1v1. Das hat er, das hat er. Let's go! Das ist fucking dope! Das ist fucking dope! Und ich hab's euch gesagt, Freunde! Ist das krank? Shit, Digga! Ich hab's euch gesagt! Und die Franzosen auch noch! Anfang der Runde, weil ich beliebe die Söhne! Ist das krank? Ich hab's gesagt, W ist in den Chat. Holy shit! Scheiße! Alter, war das geil! Crazy win. Wenn dein Stream gleich offline geht, nimmt einfach alle, die von dort drüben sind, einfach. Digga, ist das big, ne? Holy shit. Reason A auf Twitch. Wie sich das nennt, holy shit. Fucking Macher. Lass uns einmal die Standings anschauen. Nach der zweiten Runde, ja, sind Marius und Sangeld leider tatsächlich immer noch auf der Nummer 1. Einmal erster mit 7 Kills, einmal 5 Kills mit 11. Platz. Malibuka und Maristarch, das ist dein Pferd, die sind sehr, sehr gut am Hoppen. Sehr solide. Dajux und Kate schon wieder eine solide Performance. Pablo Vingo auch eine solide Performance. Naps und iDrop. Und da kommen auch schon die Söhne, ja. Unsere amtierenden, laut gestern zumindest, FNCS Champions. Day One Platz 1. Day One Platz 1. Und kann auch sein, dass sie jetzt wieder auf den ersten Platz rutschen. Wir gucken uns gleich zusammen die Standings mal an. Wen haben wir denn noch? Hier, Kick Duo auf der 12. Volko auf der 14. King. Auch gut hochgekommen. Vico, Alter. Guter Call. Gute Runde gehabt. Wen haben wir dann noch hier? Queasy und Thomas. Ist so sauer. Geil. Digga, wo ist Taste und Venno? Oh, dein Pferd. Digga, was ist denn mit meinem Pferd? Die wissen nicht, wie man spielt an Korn. Die haben kein Search. Das ist das Problem. Die haben kein Search. Bro, bester IGL Deutschlands. Und also bei Johann kracht's auch. Ja, Johann kracht auch hier direkt hinterher. Robin sogar noch vor Cringe. Taysen. Oh, Taysen. Oh, Taysen. Oh, ist das geil. Oh, das FNC ist halt so geil, wenn es bei den einen kracht. Oh. Das ist crazy. Was? Zusammen! Boah, 30 Punkte Abstand. Guck mal, zusammen guck mal, kombiniert. Das ist der erste. Versteht ihr, was ich meine? Holz. Digga, Pablo Vingo ist auf der 3. Aber er sei verdient. Ich sag ehrlich, ich sag's immer wieder, wie gut er ist. Ich, also der ist so ein bisschen Digga, Underdog. Schaut mal Volko an. Oha. Auf der 7. Sehr solide. Auch. Ey, aber ey, das, bis jetzt, das sagt nichts aus. Wirklich, wir haben noch 4 Runden, ne? Und ihr seht, wie die Punkte hochgegangen sind. Ja, Mann. Das ist, also... Das ist alles die ganze Zeit rumgewürfelt. Also, guck mal, 160 Punkte nach 2 Runden, ne? Also ja. So, das ist schon... Also, es geht Richtung 700, 800 Punkte heute wegen FNCS Win. Also von da, es verändert sich noch so viel. Taysen hier auch auf der 10 total, ja. Der war gestern Zweiter. Ja, genau. Vico, guter Call. Ja. Digga, das ist eigentlich der wichtigste Call gerade. Die haben bis jetzt erst 20 Punkte gemacht, ne? In 2 Runden. Und sind damit jetzt 10. Platz. Ja, yeah, mach einmal Glatzkopfski. Wow! Oh, was zur Hölle? Ey, Bro, nein, nimm doch die Tag! Er trollt, das ist getrollt, das ist getrollt, das ist getrollt! Was macht er da? Da ist eine Tag! Ja, was ist das für ein Play? Hä, was macht der denn? Er hat getroffen. Oder hat der Prozente? Er will für den Clip gehen. No. Nein! Oh, da war doch eine Tag. Er wollte für einen Clip gehen. Oh, how unlucky is that, bro? Da war eine Tag. Da war eine Tag. Bro, denn ihr Gameplay besteht einfach aus so krank, ne? Also die machen eigentlich eine erweiterte Viewing Party. Das wird mich so abfucken, wenn ich die ganze Zeit zugucken muss. Ich schwör's dir. Und wenn ich dann so einen riesen Feiern sehen würde. Double Bandos. Nein. Er kann nichts machen. Nee. Hasse Keyboard Mozart. Oh, cringe. Oh, ja, beide. Nein, ich hatte Keyboard! 20 AP! Ich hatte Keyboard, Bro! Ey, Keyboard ist doch unfair, Digga! Ich hatte Mausrad! Wer hat sich die Scheiße ausgedacht, dass ein scheiß Keyboard-Spieler sein scheiß Mausrad drehen darf, ohne dass es bannable ist! Es ist einfach die Biggest... Kannst du Last Rounds Offstream spielen, oder? Ja, lass Offstream spielen. Oh. Full Focus, ja, lass Full Focus einfach gehen, Bro. Es macht doch keinen Spaß, Bro. Ey, ein scheiß Keyboarder kann einfach sein Maus verdrehen und es ist... Er kann ihn mal Luftpick-up, man! Er kann ihn mal Luftpick-up! Ich hasse hey, Keyboard, Chat, Bro. Ihr hört mich jetzt schon mal. Wir gehen die letzten Runden Offstream. Ich komme morgen 18 Uhr wieder online. Es macht halt einfach keinen Sinn, die ganze Zeit, keine Ahnung, wegen... Streaming-Delay und alles. Es ist halt auch einfach scheiße, dass wir auch so sterben. Es zerstört auch Mentalität. Der Chat. W. Denmark, don't ever contest them again. Erfahrung wird gesammelt.
Boah, ist das hart. Digga, das ist so toxisch. Bitte nein, ne? Nein. Die Wand ist raus. Er wurde gesniped! Ja! Check, Schwein! Oh, check das andere, Double Dink! Hä? Ich jump rein! Ich bin allein. Dead! Nice, ich komm gleich rein. Oh. Dead! Oh, ich brauch Hilfe von hinten. Das ist crazy. Aber was hat er im Busch da gehittet? Gehen wir mal zurück. Ja. Richtig heftig, wie er da reinknallt. Guck mal jetzt links im Busch. Das. Ah, check das andere, Double Dink! Ich jump rein! Okay. Ja, FNCS-Sieger mit dem Arm. Maybe doch cheat? Da ist jemand gerade. Der hat Angst da unten. Der Fist? Wo an sowas erkennst du das? Ja, hä, wenn du... Die hören Steps und jumpen direkt runter. Das heißt, sie haben mal Angst vor dir. 100%. Der ist on me, ne? Der ist unter mir. Ich hab sie jetzt andere. Call für Boxen, die er gebaut hat, aus Angst. Die hat ja mal einen riesen Tab. Er hat overbuilded, Bro. Ja, ja, genau. Ich wurde von hinten gepumpt. Jetzt sind sie below. Ich werd gefightet, ich brauch gefightet. Ich brauch Hilfe. Oh. Und wenn die Gegner das jetzt sehen, könnte es krachen. Und jetzt ein Headshot snipe. Oh, richtig! Und der hat einen Kill. Wir sind fein. Super, Digga! Was hat er gerade gemacht? Hat er einen Headshot sniped? Nein, gebeamt. Das ist der beste Spieler. Aber der hat noch einen geholt. Digga, wie cool. Ich dachte, er hat den Headshot sniped. Der hat einen Wall auf mich! Der hat einen Wall! Die brauchen Search, die Gegner. Wir sind in der Box. 100 So schnell alles. Oh. Reason hat ihn, bitte. Fick ihn! Und so schnell kann sich alles ändern. Ich schwöre, wie schnell ging das? Das ist Fortnite, Freunde. Die haben es gejinxt. Die hatten es gejinxt. Die haben gesagt, wir schaffen das. Wir machen heute noch. Das dürfen sie nicht sagen. Ich schreibe ihm das jetzt. Warte. Ja, Kami tot. 1 Milliarde % ist er tot. Ja, safe. Also, aber er macht's gut. Schön nervig. Schere. Ist das Zweier-Tick? Das ist ein Zweier-Tick, ne? Naja. Oh! Yes! Oh, das Medkit hat noch angefangen. Und er hat das Medkit losgelassen für Veno. Ist das krank. Guck mal hier. Oh! Was? Das ist der dümmste Popel, den ich in meinem Leben gesehen habe. Er ist tot an Zone. Ja, weil man kann nicht mehr. Kannst nicht droppen. Wenn du 3 hast, kannst du droppen. Wenn du 2 hast, kannst du nicht droppen. Oh, ist ja dumm. Weil das dann verschwindet es aus dem Inventar. Das war dumm. Was? Oh, und Senti! Wie dreckig. Alter. Ach du Kacke. Boah, ist das krank. Bleib im Lowground und dann direkt müssen. Die haben 0 Mats. 40 Mats. Ja, die können ein bisschen Zone spielen mit dem Green Life. Ja. Oder nicht holen. Oh mein Gott. Kaputt machen, Jungs. Nee. Warte. Hey, das ist gerade Popel. Das ist der absolute Popel. Die müssen in so. Ah, nee, Zone Pull kommt. Digga, die wussten, dass es Pull. Digga, Jungs. Wir haben alle keine Ahnung. Wir haben alle keine Ahnung. Wir müssen alle die Fresse halten. Das ist, als wenn wir den ersten Tag Fortnite schauen. Ich wie so ein Nonstop. Wir die Pros werden. Digga. Was machen die? Was popeln die? Ich schwöre, wir sind Nonstops gerade. Wir sind die richtigen Muggel hier, ne? Ach du Scheiße. Ey, crazy. Und jetzt schon Heal-Off. Nur ein Medkit. Smart. Ja, aber ist zu wenig. Passt. Ja, aber warte ab. Da wird jetzt noch was passieren. Top 6. Schon mal Top 6. Er holt so Top 4, soll ich sagen. Nur Duos, ne? Außer ein Solo. Ja. Wart ab. Jetzt. Auch nicht Top 4. Top 5. Top 5 ist super. Guck mal. GG. Top 5. Oh, schade. Wieder 9 Kills im Lowground. Ja. Ist scheiße, Chat. Digga. 2 Medkit Healoff. Ist scheiße, Chat. Hä, was machen die bitte im Lowground? Sankelt und Marius. Über 10 Kills. Ja. Oder? Die sind gleich Erster. Ist scheiße, Chat. Was macht er da? Anne, ne? Oh. Wie viele Heal-Offs bitte? Warte mal, alle Heal-Offs. Oha! Saphir! Ja, okay, wer ist das? Bruder. Wer ist das? Der ist von 187. Ach, ehrlich? Ja. Der gewinnt. Queasy. Der gewinnt, Saphir gewinnt. Der hat noch 2 Medkits. Ja. Ja, 100%ig gewinnt der. Ist Queasy top. Oh, warte, irgendwer bekommt Storm Sickness. Er ist tot. Saphir ist tot. Saphir ist tot! Und Marius 11. Da was? Oh, warte mal, Queasy? Hat gewonnen. What? Nein, warte mal. Nein, das ist Queasy. Es ist Queasy. Oh mein Gott! 7 Kill-Win! Oh nein, das ist so krank. Obwohl die vom Spawn aus contested sind, Chat. Ja. Es ist so krass. Es ist Und zum so Glück hat krass. Rohat die nicht gepickt. Ja, Gott sei Dank, Alter. Vierte Runde des Tages! Scheiße, alles geht so schnell vorbei. Ist das wieder doof. Und Vardial ist nicht reingekommen, Jungs. Was? Nein! Halt's Maul. Ich sag es nüchtern. Ich sag es nüchtern. 2 Leute sind nicht reingekommen. Wie er ist reingekommen? Flash stirbt man gerade und Dings jetzt. Nein. Digga, das machst du nicht mehr. Er ist for real nicht drin, sagt Chat. Bro, das ist so unfair. Das ist nicht mehr so fair. Digga, das ist fucking geklaut, Digga. Aber das Ding ist, das war gestern schon so, ne? Eine Runde weniger. Das ist eine Runde weniger. Ja, und dann auch noch bei 1,5-fachen Punkten. Also es ist ja nicht so, als wäre das jetzt so. Okay.
Okay, jetzt muss, jetzt könnte Reason zur krassen Maschine werden. Also wenn ihr die Runde Punkte mitnimmt. So, ja, wir sehen ja gerade jetzt, war der Stream, dann können wir noch die Reaction sehen. Aber oder? Das Ding ist, jetzt stell dir vor, jetzt wissen die es gleich, die bei den Contestants sind und so. Jetzt kommen die, dann kommen die safe Reason pushen. Naja, 100%. Wäre ich jetzt Axel, würde ich den Chat ausmachen. Dieses ganze L und so. Und der haben eh Delay. Ja. Aber du weißt selber. Oh! Alter. Oh. Warte mal, was ist das? Mathematik? Mathe! Ein AP! Digga, alleine Search machen und so. Ja, das so genau. Krise. Alleine Search, alleine rotieren, alleine Mats. Digga, das ist alles krank. Sobald ein gutes Team rafft, dass er Solo ist, dann ist vorbei. Aber ich war mit. Oh! Oder schreit jetzt gleich rum. Oh mein Gott, knapp. Oh mein Gott. I show meet Willy. Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. No! No way, bro! Oh, jetzt müssen sie aufpassen. Oh, such a nice try too. Fuck. If I kill them, nice. I'm above search everything. I'm chilling. I'm getting easy points. Nice. So we don't get into the fucking game. It's so boring, man. Hätte er da die Wand einfach resettet und gechillt, ich glaube, er hätte es geklappt. Hör mir zu. Wer war das? Warte. War die Alma? Hörst du mich? Anfrage? Ansprache? Du kannst dich ändern, deswegen ist okay. Gut. Das ist wirklich so. Wir haben richtig viel Geld. Ist ja auch nicht legit. Wenn die jetzt einmal aussterben, Message oder so, am Search. Mhm. Oder jeder von denen denkst. Yeah, good job. Aber ist wirklich so. Einfach leben, was gerade ist und von das Beste rausholen. Ja. Ist so. Man kann sich danach beschweren. Heulen kann man später, ja, safe. Danke, einen Jungs. Schön gesagt. Du kannst es nicht mehr ändern, ja. 100%. Wir sind Profisportler, Bro. Ja. Wir haben das Mindset, aber es ist trotzdem. Also ich als Außenstehender, das fuckt mich. Ja, das tut gerade richtig weh, ne? Vor allem, weil wir die kennen und so, ne? Von Asia OC, OC was one by. Overall damage dealt. What? Hä? Ayran, Junge! Der ist so am Ayran 7. gewesen. Digga, warte mal. Also verarsch mich bitte nicht. Du bist weichzeug geflogen. Ist das krank? Ah, dreimal Headshot! 59! Von Asia OC, OC was one by. Digga, Thomas? Max Damage. HDMA? Das ist krank. Das ist krank. Das kriegt sogar ein Like von mir, what the fuck. Mal schauen, wie viele Quit-Tweets wir heute kriegen. Nein. Oh. What? Warte, der wird die Zipline usen. Bitte nicht. Von nicht. Hinten. Ja, der Geist. Keine Chance. Alles scheiße. Keine Witz. Ist das unlucky? 100 Punkte haben sie jetzt. GG. Oh. 126k. Digga, krank. Die waren nicht einmal wirklich im Late Game, ne? Ja, die haben nicht ein Late Game. Die haben genauso viel gespielt wie ich. Und das ist das Medkit, das er braucht, mit 5 HP. Digga, ist das krank, als würde es einfach gespawnt sein! Ach du Scheiße. Zwei Teams kommen ins World Cup, in den World Cup. Das heißt, Global Championship, 7. September, könnt ihr euch schon mal notieren. Da werden die, für qualifiziert sein. Die ersten zwei Teams. Und das ist auch so eine Last, die für die Leute abfällt. Ja, aber schon smart, weil überleg mal, so einem halben Jahr Fortnite kann man auch washed werden, ne? Ja, stimmt. Und jetzt schon 10 Duos Coin. Nein. Er ist nicht solo. Nee, ist doch kein Solo. Ah, er ist runter. Kami, ganz schnell runter. Kami, Peace! Voll Peace! Oh. No way. Box like Fisch. Aber Flixi ist schon oben. Oh Fliche. Flixi oben. Er muss hoch. Flixi, Eisern. Komm, kann ich gar nicht kommen. So ein ehrenloser. Ihr seid also wirklich. Ihr kommt beide in die Hölle, ne? Ist ja krank. Epic Games guckt gerade zu. Epic, ihr wisst, ich distanziere mich von allem, was sie sagen. Der Arme dreht doch nur Schreibschrift. Sowieso, alles, was du gesagt hast, Tanz. Naja. Nein, Vico dead. Das ist Top 12. Oh, nee. Und sie haben Highground, warte mal. Das ist krank. Digga, Jannis. Das ist Jannis und Flichtichat, 5 Kills. No way, 4. Runde, by the way. Das ist 4. Runde, 2 Runden sind danach noch zu spielen. Und wir haben heute noch mehr Action. Wir haben heute auch noch auf jeden Fall Dings. Wir haben heute noch auf jeden Fall NA Central. Sie können einfach in der Runde mehr Punkte machen als gestern gefühlt am ganzen Tag. 6 Kills. Oh, Digga, wo steht der? Das ist ein Free-Win. Das ist das. Das ist der freeste Win ever. Hä? Wir müssen einfach nur sprayen. Spray this kid. Spray! Shoot your gun! Don't die now! Make space! Die gewinnen 2 Runden. 2v2v1. 2v2v1, Jungs. Oh, Kiko! Das ist Kiko! Deutsch. Das sind auch noch deren Offspawn-Fights! Das sind deren Offspawn-Fights! Ja, spray! Spray! Ja, Arif, spray! Oh! Ja. Das haben sie! Ja. Warte mal! Oh, warte! Oh! Nein, Janis, nicht popeln jetzt! Kiro dead? 2v1. Nice! Das ist der Win! 8 Kill-Win! Für Flixi und Janis! Nice! Ja, Baby! Ja! Immer beliebt, Digga, in Jannis.
Warte mal, das ist dein Pferd. Stark. Das ist mein Pferd. Ab sofort wird immer gewettet. Merkt euch dieses Datum. 25.02.2024. Ich wurde wieder in die richtige Richtung geleitet. Das ist wieder Tag 1. Ne, nur damit ihr es hört. Das ist heute. 10. unsere Wette. Nur heute. Oh mein Gott. Nur heute und gleich machen wir nochmal alles zusammengerechnet. Sandgeld auf der Nummer der Uno von heute. Thomas HD hier auf der 2, was crazy ist. Ja, Malibu, dafür, dass sie konnten, das ist echt crazy. 100%. Malibu Gamerstadt, dein Pferd krass am Hoppeln heute. Immer noch. Kickduo auf der 5, Kate und Diox auf der 6, Geros auf der 7, Fliche und Janis jetzt auf der 8. Boah, der Win hat die richtig hochgepusht. Hm, die sind am Hoppeln, die Babys. Das schmeckt. Und Vico leider auf der 10 gerade. Aber auch sehr solide, was der heute spielt. Nein, guck mal hier. Oh, Martial Reason. Ja, bitte, Digga, das ist so krass. Die haben gefühlt nur eine Runde gespielt heute. Das ist so krass, Alter. Heute kracht's aber bei den Deutschen schon mehr. Oh nein. Ja. Oh mein Gott. Das ist bitter. 100 Punkte fast. Das ist so heftig. 100. Okay, ja, ja. Okay, das ist der Ausbau-Fallchat. Runde Nummer 11 schon. Vorletzte Runde. Und dann steht's fest. Oh, Loot schmeckt. Oh, stark. Alter. Shit, guys. Aber wie hat er denn den ersten geholt? Hat er, glaube ich, in der Luft schon geholt dann. Kommst. Oh, stark. Boah, so wichtig, dass auch Savage wird nicht. Mongol nicht in Sorbisch. Endlich mal gutes Pistol eben sehen wir. Stopp, natürlich. Und jetzt bist du hin. Guck mal jetzt. Jetzt bist du hin. Peace in. Und deswegen spielt ihr die beste Zero Delay 1v1 Map Chat. Wegen dem Full Beast. Full Cheese. Right Peak. Dead. Jabbix. Crazy. Jabbix, Ausrufezeichen Map. Ja, das war Jabbix. Ausrufezeichen Map. Chat. Warte. Mongol Savage. Guck mal außerhalb der Zone, Ist das Janis und Fischi? Nein, das ist heftig. Janis? Wer ist das? Warte mal, ich guck mal rüber zu Mr. Savage. Nee, das sind die gar nicht. Das sind die nicht. Okay. Ich habe Movement. Okay, die gehen jetzt auf. Ich glaube, einer campt. Alles okay, wieder ein bisschen Search geholt, Abfahrt. Ja, ja. Guter Call. Gut, Willi. Ja. Machst du richtig. Ja, ich sag, die müssen nur immer so ein bisschen stechen, ja. Ein bisschen pieksen. Ja, ein bisschen, nicht ganz, nur ein bisschen. Die fighten. Ey, warum denn? Ey? Jetzt. Oh mein Gott. Wichtig. Deswegen switch ich darüber, Jet. Der Viewing Party Boss. Oh. Gut gemacht. Ja, ja, die sollen auf uns crashpadden. Ich glaube, die holen jetzt ein bisschen und gehen gleich wieder crashpad Jizz in Zone. Digga, diese Trigger-Disziplin gerade mit seiner Sniper war krass. Auch jetzt, guck mal jetzt. Mach. Guck mal jetzt, smart. Weil er hat nur 6 Schuss. Er hat nur 6 Schuss. Wir müssen nicht so reend. Aber da ist eine Munitionsbox, vielleicht da mal kurz gucken. Die spielen doch gerade aber alles, aber kein Du. Ja, egal. Top 25, Jungs. Am Ende fragt keiner wie. Ja, danke. Oh mein Gott. Ja. Ja, let's go. Das ist Sangelt, oder? Das ist. Nee, das ist Ayran. Oh, Autopump. Lila Autopump. Habib LB, bitte. Oh. Grappler, maybe? 4 Flopper. Alter, geil, die Flopper sind nice. Mal, dass die Tech spielen wollen. Warte mal, Chat, das kann ein Sieg sein. Das könnte. Ich will jetzt nichts irgendwie herbeibeschwören, aber Top 17! Das ist gut. Meine süchtige Geschäftspartner! Ich sehe gerade aus wie so ein Spieleberater, Jungs, wie so ein Fußballspieleberater. You go, left. Keine Mets mehr. Oh, sie brauchen. Da sind Mets. Oh, nix. Savage hat was. Oh, oh, wieder nur Seifen. Wieder Zero Mets. Oh, es kracht. Nein, oh, über den. Mit 4 Floppern gestorben. Flopper. Oh, 10 Tonnen, das ist Arsch. Das egal, GG's. What? Hype up. Puh, was er da macht. Das ist auch so dumm. Hey, jetzt ist er tot. Egal. Nein, warte. Warte, mein Bruder. Warte, mein Bruder. 10 Mets. What? Guck mal, Bruder. Macht er gut. War dumm. Was? War dumm, ne? Ja, 50 HP. Guck mal die Bendos an. 0 Mets. Ja, Bendos. Aber er lebt. Ist ja ironisch. Luca, danke für die 3 verschenkten Community Subs. Cyro auch mit dem 5. Jonka auch im 4. Dankeschön. Boah. Warte. Jonka. Vico. Hol ihn dir von hinten. Klein und quittig. Aber gute Punkte hier von Cringe. Oh, ihr müsst den Pump. Ja, Mist, egal, hätte er eh nicht bekommen. Das waren Vanyak und Sint. Die sind sehr gut dabei. Wahrscheinlich auch hier so einen kleinen Sieg. Vico jetzt hier alleine im Lowground. Der letzte Deutsche mit Kickduo. In den Top 10. Oh, da über ihm ist One-Shot. Ja. Hier in der Situation. So krass, dass wir das sehen, aber er nicht. Oh, 6 Bandos. 8, richtig. Und den holt er jetzt noch. Und Refresh. 6 Punkte pro Kill. Warte. Ah, eigentlich muss er ihn packen. Er hat Left Peak. Oh, ist das smart. Oh mein Gott, ist das smart. Was? Yes! Okay, das ist so krass. Also er ist so gut. Vico!
Hani, ich muss jetzt schätzen, ja, Bendo. Ja, 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 die Bendo ist wichtig. Rico, 10 Sub gibt's, wenn du gleich Early Down gehst. Oh. Das auf ist Maske. Maske. Warte. Maske. Warte. Warum schießt er nicht? Oh. Ey, die Bendos können jetzt echt klatsch kommen. Das ist krank. Digga, das ist mit das Deck des Endgame bis jetzt. Oh, oh, der Top Set. Warte mal, wer ist das oben? Das ist doch das Kidu. Ist Kidu. Nein, das ist krank. Aber sein Mate ist tot. 1v. Ja, alle solo. 1v, 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 1v. Alle solo. Alle solo. Macht da draußen einer Heal auf? Nee, nee. Ja, einer Aqua macht Heal auf, ja, ja. Aqua wurde Vierter. Oh, nee, oder? Da stand gerade Bring Back Siphon, ist gestorben. Echt? Das wäre stark. Außer es war ein Bug. Keine Ahnung. Warte mal. Okay, Waske will hochkommen. Digga, kick du. Dead. Kick du. Oh. Warte, kick du. Kick oh du. Oh mein Gott. 9 Killwin. 530 Punkte. Die sind Erster, glaube ich. Die sind Erster nach die dem sind ersten Top Tag. 3 oder Top, ja, oder Top 4. Kann sein, dass die Erster nach dem ersten Tag sind jetzt. Nach dem zweiten Tag. Digga, fünfte Runde. Boah, ist das krank. Das ich, ist so krank. Ich hab's gesagt. Ja, nach ja dem ersten Tag sind die jetzt gerade erst. 6. Digga, Kick-Duo. Also guck mal hier, das Erster, Zweiter und Vierter. Boah. Das ist crazy. Und immer gute Kills. Sangelt hier auf der 2, Arzkel auf der 3, Thomas auf der 4. Malibuka auf der 5. Mhm. Vico und Ping auf der 6. Das ist die Sahne! Boah, das ist kein Kick. Boah, das ist echt crazy. Jannis auf der 11. Oh, oh. Ich wäre immer noch Vierter. Okay. Bro. Ja. Aber 2 Punkte Abstand. Punkte. Ja, Erster und Zweiter ist nur 2 Punkte Abstand, Chat. Alter. Ist das spannend. Und das wir gehen in die letzte Runde. Allgemein. Das ist nicht mal ein Kill. Ja. Digga, jetzt ist es richtig spannend, weil schaut mal, Vico ist Top auf, 7. Auf dem, ja, auf dem vierten sind das auch nur 49 Punkte. Das ist nix. Crazy. Oder wo ist denn Vico? Ja. Letzte Runde! FNCS und jetzt nochmal! Alle W's in den Chat, in jeden einzelnen Chat! Wir gehen rein, der letzte Offspawn-Fight in diesen FNCS. Mungral und Mr. Savage, rein da. Uncode, oder? Die sind Uncode. Digga, die Runde kann jetzt so viel Geld ausmachen. Weil das halt einfach... Oh. Headshot-Snipe. Headshot-Snipe. Natürlich wird aber auch er Headshot-Snipe. Letzte Runde. Digga, Mungral wird immer Headshot-Snap. Habt ihr diesen einen Headshot-Snap gesehen, wo er so oben so ja, gebaut hat, ja, 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 dann ja so gesprungen ist und dann in der Luft einfach Headshot-Snap wurde? Noch. Oh, 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 GG's. Alter. GG. Digga, sie jagen ihn halt auch. Ja, schnell haut er ab, Alter. Wie macht er das? Er ist Gonzalo. Castro. Don Perioro. Ja, okay. Sag doch, er spielt so ein bisschen Show heute. Oh! Oh! Mach, die, macht Show! Die Show! Mach die Sahne! Für dich die Sau. Mixon. Oh, Mixon. Das ist der, der die Teenie-Strat macht. Jede ja, Runde du Pisser! Setz oh dich hin! Was macht ich guck mal hier, ganzer Chat. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Na, der Gegner kackt sich auf jeden Fall ein. Ja, safe. Der Gegner wird zu 100% neues du, neues du, neues du. Ja, ich sag's ja. Und Autopump. Oh, oh, hä? Ich hab's sogar noch gesagt. Warte mal, hä? Das ist neues du, neues du. Der campt mit Kuchen oder so. Ja, soll sich... Da soll ein Meter machen. Nee. Oh. Oh, der war doch drauf, oder nicht? Ja, ja. Digga, aber er hat die ganze Zeit nur einen Schuss in der Shotgun. Was ist das? Oh, nice, Bände. Er muss Karte halt noch holen. 200 Metz. Haut er den immer ab, Alter? Er ist so eine Katze. Ja, kann nichts machen. So wurstlich. Digga, 45. Oh, sind das Malibuker? Wir sind es 13. Warte mal, ist das ein Savage-Tunnel? Das ist der Savage-Tunnel. Einmal Max, einmal Max! Oh ja, ja. Die machen diese Teenie-Strats. Er ist in meinem Vollbox, Bro. Yes. Das ist der Solo sogar. Das, 50? Das müsste Pink sein. Nice! Nice! Ist das Pink? Geh quit. Oh mein Gott. Geh quit. Ja, es ist Pinks. Ja. Kannst du rein? Ich hab ein Bild. Hier sind sich die anderen auch. Ich auch. Ich jump. Ja, die können halt nicht jumpen. Der hat gleich keine Ammo. Wenn er drin ist, hat er keine Ammo mehr. Bin drin. Oh. Ja, mach 50! 100 Points Nice. Nein. Nein. Muss nachladen. Nein. Was? Ach, was? Von ja, oben? Oh, ist das crazy. Mann! Ist das crazy? Ah, kann nicht sein, weil ich die Pump-Speeder nicht detect. Oh, ja, weil ich die Pump-Speeder nicht detect. Ist das krass? Ich hab einen geilen Gameplan. Top 10, glaube ich. Es ist der Bruch. Außer, dass er in der Zone drin ist. Erster Tag, Tag 1. Chassi. Der zweite Tag. Ich glaube, Malibuka gewinnt auch. Ich glaube wirklich, Malibuka gewinnt FNCS jetzt. Aber wir haben ein Fluch ist gebrochen. Und zwar, wenn gewinnt Malibuka sein erstes FNCS oder Thomas HD. Ja, weil die haben beide noch keinen FNCS-Sieg. Offiziellen. Ja, stimmt. Und die sind krass. Und die ja, vor allem Thomas HD, ne? Also der spielt seit Jahren, seit World Cup. Ich meine, er wurde zweimal Zweiter am FNCS und fünfmal Dritter. Ja, ja. Und ich glaube, das Dritter war ja back to back to back. Shit, ne. Was geht sonst los in dem? Oh, oh, Crazy Dead. Oh. Thomas HD. Wird's der ewige Zweite. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da links. Oh mein Gott. Oh, das ist der Kill. Aber Inzone, ne? Inzone, ja. Man sieht es nur nicht richtig.
Oh, das ist auch noch ein Anzeige. Es ist ein GG. Es ist GG. Jungs, es ist noch Malibuka und Meerstasch. Die haben ihn geholt, Jungs, oder? Du kann noch Zweiter werden, die können sich freuen. Kick du, wird's weiter. Ja. Die haben 60 Punkte Unterschied. Ja, und die haben alles. Das war's. Malibuka und Meerstasch sind unsere FNCS Champions. Sie spielen seit dieser Season wieder zusammen. Davor haben sie mit Tayson gespielt und mit Thomas HD. Ja. Switchen die ganzen Teams wieder. Ich hab eh immer gesagt, warum tun die nicht, Digga? Das sind die Besten. Die haben immer früher so gut zusammen gespielt. Die brauchten, glaube ich, wieder mal ein bisschen Abwechslung, weißt du? Also, ja. Ich sag immer, alte Liebe rostet nicht, Jungs. Das ist das, was ich sage. Könnt ihr euch schön gesagt, lassen. Amakito. Malibuka ist dead. Warte mal. Digga, warte mal. Das kann doch nochmal eng werden. Aber Vico kann in die Top 3 kommen mit der Runde. Warte mal. Vico kann richtig was reißen. Hä? Er kann sogar Top 2 kommen. Jetzt for real, for real. Sie müssten halt jetzt. Ja, jetzt muss er halt die Runde gewinnen. Ist ein GG. Ey, Digga, was macht Vico? Oh, oh. Kick du. Das ist Kiro. Kiro lebt auch noch. Ach du Scheiße. Die können sich quallen. Ey, das die ist sogar. Warte mal, beide Teams können sich quallen. Oh. No way! Es ist sogar Kiro. Was? Top 8. Noch 30 Punkte. Krank. Noch 30 Punkte. Ich hab gerade gar keine Ahnung, was passiert. Also, das ist ja geistgeschehen. Noms am Leben. Warte mal. Noms und Chris auf den Highground. Lol. Die wollen auch nochmal einen Win machen. Bruder, was passiert hier gerade? Also, Bro. Das FNCS-Finale hätte keiner so predicten können. Egal wer. Das ist krass. Digga, Cringe ist auf High Ground. Die gewinnen jetzt nochmal die letzte Runde, oder wie? Die holen sich nochmal Earns. Sie verdoppeln ihre Earnings oder verdreifachen mit der Runde vielleicht sogar ihre Earnings. Das sind 6 Kills. Das ist so krank. Und wenn sie jetzt noch den Win holen, das sind irgendwie 40 Punkte oder so. Das ist so krank, Chat. Mario ist auch noch am Leben. Ja. Marius und seine. Aber die ist schon sehr, sehr klein, die Zone. Guck mal, unten. Ja. Deswegen, ich will es so einschätzen können. Jetzt ist, glaube ich, vorbei. Ja, ist gleich zu. Top 3. Ja. Andilex. Der spielt aber gut, oder? Mario spielt auch krank. Mario lebt auch noch, Digga. Ja. Oh! In der Zone? Was machen die? Wer hat die Medkits? Noms hat die Medkits. Hä? Ja, Pop Medkit. Hä? Ah, die wollen für Fight gehen. 2v2. Ja, okay, wir wissen halt nicht, wann die Zone close. Nee, die haben gar nichts. Doch, Andilex 3 Medkits. Aber keine Meds, oder? Nee, keine Meds. 10 Builds noch bei seinem Duo. Spray. Die müssen echt sprayen. Aber die gehen alle durch alte Tabs. Hä? Die sind für keine Damage. Ja! Oh, sie kommen hoch! Oh. Warte mal. Oh, stark! Er muss die. Medkits! Einfach healen, Jungs! Einfach healen! Kann der eine nicht wichsen? Nein, was macht der da? Ah, okay, doch. Alles gut. Er healt. Er nimmt das Medkit. Andere mit. Hä? Ist das dumm? Ich verstehe hier gar nichts mehr. Das ist Bahnhof gerade. Wir sind nervös, Mann. Das ist Bahnhof hier gerade. Das ist sein letztes und Andilex healt unten die Medkits. Und er hat noch eins. Oh, ist vorbei. Aber er hat ihn gecallt, dass er eins dabei hat. Oh. Aber jetzt droppt er runter. Das sieht er doch. Das sieht Andilex. Der ist ja nicht dumm. Oh, GG's. Das ist ein GG. Der jumpt den. Braucht er nicht mehr. Er hat schon so gewonnen. Ohne ihn zu jumpen. Boah, der One-Pump. Das ist der größte Popel. Ja, das waren über 30 Punkte, glaube ich. Das waren genau 30 Punkte. Hätte er ihnen das Medkit schon vorher gegeben, dann hätten sie das gewonnen. Ja, hätte er. Und hätten sie auch andersherum gepoppt, dass er, weil er hatte viel mehr. Oh mein Gott. Okay, Chat. Es ist soweit. Fortnite-Musik an. Ich muss sagen, das war heute ein ganz, 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 ganz krasser Ritt. Also, egal, was hier gerade alles passiert ist, das ist komplett crazy gewesen. Auf und Abs. Ja, safe. Ja. Und jetzt werden einfach eine Million verteilt, ne? $1 Million werden jetzt verteilt. Zeig mal, wer kriegt wie viel Cash? Ja, Ash Cash. Yeah. Auch noch Cash. Guck ich zusammen. Auch nochmal für unsere Zuschauer gerne hier das Preisgeld. So, Preisgeldverteilung. Erster nimmt 170.000 Buletten mit. Das zweiter schmeckt. 120. Das heißt 50.000 Unterschied. Und danach geht man fast so in 20.000 bis 10.000er Schritten runter. Top 9, sehr schmackhaft. Alles, was dann nicht mehr fünfstellig pro Person ist, das ist alles durch zwei Chat. Ne? Also das ist so gesehen für beide zusammen, das Preisgeld. Und Top 50 nimmt Tausender mit. So, Hände schütteln, Tausender mitnehmen, easy. Okay. Wir gehen rein in die Standings, glaube ich. Day 2, du musst auch direkt die zusammengerechneten machen, ne? Ja? Ja, safe. Oder wollen wir erstmal die heute? Ich würde erstmal die heute, ja, okay, weil damit okay, können wir unsere Pferdewette schon mal abschließen. Okay. Also... Was denn hier noch passiert? Kick du auf der 2, krank. Das ist wirklich krass. Oh Mann, ich bin so gut.
Ich hätte gewonnen mit meinem Vico-Call sogar. Ja. Und die haben mich alle ausgelacht, Digga. Ich bin das Fortnite-Lexikon, Mann. Aber Antilex, das ist krass. Auch krass. Day 2. Thomas aber auch. Ja, ja, fünf, safe. Ne? Auch sehr solide. Malibu Gamersuch auf der 6. Ja. Und damit habe ich gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Mann. Danke, danke. 150 Naschis gehen an Kato heute. Ah, schmeckt. Mods auch mal die Dings aktualisieren. Schmeckt. Das ist nur der zweite Tag-Chat, ne? Also wir rechnen das jetzt gleich mal zusammen. Guck mal, Jannis ich und Flichi hier auf der 16, das war mein Pferd. Okay, solide. Cringe hier auf der 19 und guck mal, Alter. Warte, du musst dir überlegen, der erste Tag war so umsonst. Guck mal, was andere am zweiten Tag gemacht haben. Danke, Willi, danke. Das ist so, guck mal, jeder Top hat... 10. Ja. Alle, die Top 10 waren, haben über 300 Punkte gemacht. So wie war der gestern Erster. Da sieht man, wie wichtig Tag 2 wirklich ist, da zu performen. So, Jungs, seid ihr ready für die finalen Standings? Und wir sehen dann unseren allerersten FNCS-Champion. Und Platz 1 und 2 fliegt auch zur Weltmeisterschaft. Komme, was wolle. Let's go. Let me see. Oh mein Gott! Was? Ich hab's gesagt. Halt die Füße. Ich hab's gesagt. Achtet auf meine Worte. Ein einziger Punkt trennt $50.000. Auf Ansage, hab ich's noch gesagt. Auf Ansage. Ist das krank. Vor allem, das ist so, wurde so knapp. Über den zweiten Platz redet halt niemand mehr, weißt du, ich meine? Nee, keiner. Ist das krank? Jesus, also das ist. Aber die sind qualt. Die sind beide qualt. Ja, ja, ja. Beide qualt für World Cup, das war klar. Aber 50.000 Unterschied ist oder zwischen das den beiden. Das ist ein Bruch. 50.000. Überleg mal, 2 Sekunden länger überleben oder so. Ein Kill. Es ist krass. Stell dir vor, das wäre der Kill, wo Cringe vom Dach gesprungen wäre. Das wäre ja Free Kill für die. Ja. Das war deren FCS-Sieg so. Ja, stimmt, ja, stimmt. Ja. Back to back. Also Back-to-Back ist, also Thomas HD, zweiter Platz. Back-to-Back FCS. Ist das krank. Oder das ist also, der soll mal mich hier anrufen. Der Mann spielt seit 5 Jahren Fortnite, ne? Wirklich top erfolgreich, aber der hat noch nie gewonnen irgendwas. Das ist crazy. Man kriegt seine Earnings, macht er trotzdem da immer gut. Das stimmt, ja. Safe. Alter. Und man muss nochmal eine Sache hervorheben, klar, Quisi und Thomas. Ich hab's aber auch, Jungs, im Stream, was habe ich gesagt, wenn sie uncontested sind, werden sie safe Erster? Habe ich gesagt von vornherein. Aber ich habe gesagt, wenn sie contested sind, werden sie es schwer haben, trotzdem sind sie zweiter Platz. Ich sage das seit der zweiten Woche dieser Season, by the way. Seitdem ich das weiß. Und 100.000 für Kidu, ne? Dritter Digga, Platz. Digga, was? Kidu? Dritter Platz, bester deutschsprachiger Spieler. Stimmt. By far. Ne, hier Sangild und Marius auch sehr, sehr krass performt. Und Vico müssen wir auch nochmal gleich in Call nehmen. Was nimmt der mit Top 5? Vico hat richtig abgesagt. Das sind 60k. Gib mir meine Props, gib mir meine Props. Ja, Props. 60k für Vico an einem Tag. War so hartnäckig mit der Wette. 60k. Sechster Platz, dann 50 wahrscheinlich. Ja, richtig? Kommt hin. Pablo Vingo und Bevis. Und Reason und Vardial. 40. 40k. Immer noch sehr, viel, sehr, sehr viel Geld. Aber stimmt. Ja, stabil. Zwei Vico, Tage auf seiner Map. Aber wenn du überlegst, Potenzial, also die sind gebrochen. Die Ausgangslage, ja, die Ausgangslage, was dann am Ende rausgekommen ist, war es. Malibuka Reaction auf Twitter, okay, wir schauen gleich. Wir gehen jetzt einmal die Standings weiter durch. Hier, ab bis dahin schmeckt's richtig doll. Giros und Chari und Lunex und Mone. Andilex, der hat mit der letzten Runde jetzt nochmal hier Top 10 rausgeholt. iDrop und Naps, immer konstant, sage ich immer wieder, super, also Props. Dioxx hier und Kate, letzter Tag ist ein bisschen Popel. Boah. Veno und Tayson ist krass. Die haben 100 Punkte heute gemacht, ne? Ist das krank. Splitten sich so doll. Jannis und Flichi war wahrscheinlich auch Split, meiner Meinung nach. Also, ich glaube nicht, dass er... Das ist schon krass. Hier Shamoki und Weed. Dann haben wir noch Mixo und McLeod auf der 18. Oh, Volk ist auch runtergerutscht. Der war auch Top 5, ne? Oder Top 6. Ja, die waren Siebter gestern. Ja, die sind auch dicke runtergerutscht. Das ist crazy. Johan. Ja. Und Aqua. Gar nicht so schlecht. Dafür, dass sie jetzt beide so comebacken. Das solide. Das erste FNCS für Noah seit 5 FNCSen. Und Aqua einfach so aus dem Nichts gecomebackt, so denkt sich so aus seinem Privatchat, kriegt dann einen Anruf von Noah und sagt so, oh, hallo Noah, jo, FNCR spielen? Oh, ich weiß nicht, ich sag dir 2 Stunden vorher Bescheid, so ein Ding. Safe, 100%. Mhm. Cringe und Noms, ey, Props an Cringe und Noms. Also ich muss sagen... Stark gemacht, ne? Also for real jetzt. Wenn sie überlebt haben, haben sie es gut gespielt, aber das Wort ist halt nur wenn. Naja, was haben wir noch hier? Guck mal hier, Hen auch zurückgekommen heute mit seinem ersten FNCR seit langem. Kami und Setti. Enttäuschung. Große Enttäuschung. Die größte, oder? Würde ich sogar sagen. Ja, 31. Das ist schon schlecht. Das ist schon sehr schlecht. Ich hätte, glaube ich, meinen Arsch drauf gewettet, dass die Top 15 placen. Ja, ist locker. Ja, ich habe Top 5. Ich glaube, bei jedem in den Top 5 waren die drinne. Hundertprozentig. Hier, Mr. Savage und Mungral. Ich finde auch, bin ich auch meiner Meinung nach zufrieden. Die waren jede Runde contested hier von diesem Nate und Lane. Pisser einfach, ganz einfach. Also, ja, was soll man da sagen? Werden jede Runde third-partied aus allen Richtungen. King.
größte, also wow, wow, siebenfacher FNCS-Champ, kommt nach EU. Vielleicht baut er sich aber auch erstmal jetzt auf, aber trotzdem, das ist krass. 41. Platz ist krass. Zumindest nicht letzter. Zumindest nicht letzter. Aber Metzgeller. Dass er mitspielen konnte, ist schon crazy. Chapix. Der nimmt einen Taui mit. Chapix hier, krass, 49. Platz. Ist das krass. Das ist Digga, wir hätten auch 20 Punkte gemacht, sage ich. Ja, ich sag, Alter. Letzter hatte 16 in 12 Runden. Wir hatten einmal so einen Early Fight oder so. Na, Fight Bush, vielleicht Bush. Nicht. Ich sag, die Rotation wäre es vielleicht irgendwie gewesen. Nie im Leben kommen wir Top 20, Bro. Nein, niemals. Niemals. Hallo? Ja. Hallo? Hey, Vico! Was geht ab? Ja. Bist du zufrieden? Ja, nee, also dafür, dass ich Kont bin und ersten Tag eigentlich tot reingesellt habe, schon gut eigentlich. Also fünfter Platz, nehme ich. Fünfter Platz nimmst du, Digga. Also. Ich hätte zwar easy gewinnen können, hätte ich nicht gesellt, aber. Absolut ja. Beliebt. Also ich muss sagen, fünfter Platz ist doch extrem krass, oder nicht? Was nimmt ihr mit? Ein 60er? Ja. Ja, 30 KI. Ja, 30 KI. Schmeckt. Was hast du jetzt an Earnings? Also ich habe jetzt 180.000 Euro. Das heißt, du hast kurz mal so ein Fünftel mal kurz on top draufgepackt, gerade eben? Ja. So? Ja. Ja. Das ist schon stark, also ne, kann man ja nicht sagen. Ja. Sydney, schickst du einen? Haben oder nicht haben, ne? Oder startest du? Hallo? Ja. Hallo? 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 Digga, warte mal, ist das Kick-Duo? Leute, ja. Kick-Duo, Digga. Digga, halt's raus. Ist ja eine Stimme. Die haben sich doch gegenseitig contestet und jetzt sind beide irgendwie Top 5 FNZ. Warte mal, okay, ich will jetzt eine Sache wissen. Erstmal natürlich an beide, herzlichen Glückwunsch, Digga, komplett krass. Danke. Beiden der besten deutschsprachigen Spieler hier, dann noch mit Vadial und Reason auf der 7. Also ihr seid alle dort drei unter den Top 10, komplett geistesgestört. Gerade für dich, Kick-Duo, wie ist das jetzt für dich, mal so ein krasses Placement mitgenommen zu haben jetzt? Oh, ich meine, gerade nachdem er letztes Jahr nicht wirklich gut war, also ich hatte 0 von 3 Grands, hab halt nicht wirklich viel gespielt und gerade nachdem so ist jetzt halt, weiß noch nicht, tut er gut, ist halt so, zeigt einem halt, dass man es auch so kann. Digga, krass. Auch noch mit Kiro. Digga, ist der krass? Anscheinend ja. Oder ja, nicht? Ja. Gib ihm meine Sniper und einfach 3 Headshots times pro Runde. Deswegen habt ihr so viel. Okay, Digga. Nein. Wir hatten nur eine Runde heute eine Sniper, die wir gewonnen haben und da hat er auch 3 Headshots times wieder getötet. Krank, Alter. Ja, also, Digga, das ist... Ich glaube wieder raus. Ich merk schon, Digga. Digga. Ich würde schon sagen, der no way, dass ihr einfach, der, ich schwöre, ne, ihr zaubert einfach irgendwie Runden raus, der, wenn ich keinen Forecast-Tower hab, ne. Diese eine Runde, ja. Wo ihr Zweiter wurde, das hat mich so verwundert, Digga. Ey, stimmt, du hast gegen Reason 10k gemacht in 1v1 und dann, und jetzt warst du noch Top 3. Guter Monat, würde ich sagen. Digga, das ist ein schwankhafter Monat. Ja, wie viel hast du jetzt gemacht? 60k, ne? Ne, also mit Lenny, oder? Ne, ja, 60k mit Lenny. Also, ja, 50 FNCS und 10er Lenny. Schmeckt. Digga. Also, das ist auf jeden Fall schmackhaft. Was haben deine Eltern gesagt? Oder was haben beide eure Eltern gesagt? Ja, also, ich wollte runtergehen, wollte gucken, ob ich irgendwas sagen kann, aber schläft schon jeder. Also, was? LOL. Digga, ich hätte geschrien, Anne, Anne, Anne! Ich hätte da wachgerüttelt, Digga, Anne, Anne, Anne! Sie schläft halt nicht, sie liegt halt so, aber ist so kurz vorm Schlafen so. Deswegen dachte ich, okay, ich sag mal morgen. Boah, ja, ist ja chillig. Zum Frühstück. Zum Frühstück auch mal, das auch mal ein leckeres Frühstück holen. Für ja. Was Wurzel? So komplett deutsch, türkisch, irgendwas? Ja, deutsch. Okay, okay. Jawohl, wir Deutschen. Ja, sag mal. So am Frühstückstisch, weißt du, so morgen gibst du eine Stulle, so weißt du, so, sie schmiert so gerade Butter rauf und dann so, Mutti, ich habe da gerade noch 60.000 Dollar gemacht. Naja, ist ja ganz entspannt. Alter, das ist komplett crazy. Wie alt bist du jetzt, Kick-Duo? 18. 18, das schmeckt. Alter. Wie viele Earnings hast du jetzt? Mit dem, nur durch official Sachen, 75. Earnings-Check. Boah, vervierfacht, ne? Digga, Bro, mit 18 und dann hat er... Vervierfacht, Digga. Ist das geistesgestellt. Also, warst du davor schon mal Grands? Ja, 2022 habe ich halt so... Da war ich zweimal Grands, aber 23 habe ich dann halt... Crazy nicht wirklich gespielt. Crazy Comic. Ich glaube, wir haben es vielleicht. Oh, nein. Ja, Willi Sidney, ihr seid... Ja, ja. Also dann, ne, nächstes FNCS. Ihr seid da, Willi Sidney. Beide auf Maus und Keyboard, krass. Ihr könnt euch ja nochmal abholen, was Maus und Keyboard so die beiden Jungs benutzen und dann welchen Monitor vielleicht auch nochmal. Ja, also ich habe so eine Wooting Keyboard, so eine Razer Viper Mini Signature Edition, 360 Hertz Monitor. Hab ich auch. Gar kein Stress. also das Setup, also nur die drei Sachen so zusammen kosten, sondern so, glaube ich, so 2K, also gar kein Stress, macht nichts drum. Ganz weird Flex nebenbei. Nee, also wollte ich eigentlich nur so anrechnen. Eigentlich. Was hat deine Mom gesagt, Vico? Achso, ja, also meine Mom, stolz auf mich, hat gesagt, ich hätte besser sein können. Oha. Ja, ich habe gerade eben geschrien, ich wurde geschlagen.
Ja, das war doch eigentlich. Was kostet so ein DMA, Jungs? Fucking was, Digga? Was ist denn schon wieder DMA? Man hat ja, er tut okay, so, okay, er okay, tut okay, so. Okay. Ey, nein, ihr denkt, oh, oh mein Gott, nein, es reicht. Ich weiß nicht mal, was DMA heißt, Digga. Ey, aber, Kidu, ich würde nur sagen, ne, ich würde dir mein Beileid aussprechen, dass du Dritter wurdest und nicht Zweiter. Jetzt musst du einfach, nur eine weitere Season spielen, dass du wieder hinkommst. Fein. Im Grund noch weiter zu spielen und nicht wieder aufzählen. Ja. Ihr beide stickt mit euren Duos, ja? Also bei mir ist so eine 70%ige Chance, dass ich gejobbt werde, so. Veno. Verständlich. Ich glaube, Veno wartet schon. Ja, ich glaube, Veno wartet wirklich schon so in der Hosentasche oder so, Digga. Mit Ping. Egal. Ja, safe, hä? Hast du nicht Konsole gesehen, was sie da gemacht haben? Nee. Digga, du musst dir halt vorstellen, jedes 3 FNCS habe ich jetzt mit Ping gespielt. Jedes FNCS habe ich am ersten Tag. Habe ich tot reingesellt von FNCS, also von Grants immer. Habe ich tot reingesellt, war tot nervös. Am zweiten Tag, ich war legit Jesus, Digga. Hat euch Bloodix heute live coacht? Ja, auch gestern. Ich wollte nur fragen. Aber also bei mir kam dann auch immer so der Call, so Make Space und so und Spray und so. Keine Sorgen, halt. Die Calls, die sind schon nicht weg, ne? So, Freunde, ich hoffe, FNCS hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich gerne ein Abo da und checkt auch sehr, sehr gerne Kato aus. Das war, glaube ich, mit das abenteuerreichste FNCS ever. Das war echt crazy. Alle Rekorde wurden geknackt und das war eine spannende Ausgangslage. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss! Ich sehe alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen, sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times.